NZZ Akzent. Elena, hallo, wir schauen gerade ein Video zusammen. Hallo, ja genau, wir sehen die amerikanische Senatorin Dianne Feinstein, wie sie im Mai nach einer dreimonatigen Abwesenheit nach Washington zurückkehrt. Sie ist 90 Jahre alt und sitzt im Rollstuhl und sie wird von einer Mitarbeiterin durch die Gänge geschoben. Und ein Journalist fragt sie, wie es ihr geht, und sie sagt dann, ja gut, sie habe einfach Probleme mit den Beinen. Was hatte sie denn? Ja, sie hat eine Gürtelrose und konnte deshalb wochenlang nicht arbeiten. Sie war dann auch im Spital. What is the response from your colleagues been like? What have the well wishes? What have you heard? Und der Journalist fragt sie dann, ja, wie haben denn ihre Kolleginnen und Kollegen auf ihre Rückkehr reagiert? Haben sie Genesungswünsche erhalten? Und sie sagt dann, warum sollte ich das? Ich war doch nie weg. Ich habe doch gearbeitet. Also, was im Homeoffice? Ja, das fragt der Journalist auch. Er fragt ja, haben Sie von zu Hause gearbeitet? You've been working from home, is what you're saying? No, I've been here. Und sie sagt dann, nein, ich war nie weg, ich war hier. I've been voting. Ich habe gewählt. Also, erinnert sie sich tatsächlich nicht, dass sie so lange weg war? Nein, sie scheint das in diesem Moment wirklich vergessen zu haben. Okay. Und das hatte dann auch Folgen. Viele aus ihrer Partei, also der Demokratischen Partei, forderten ihren Rücktritt. Und Feinstein, hat sie auf sie gehört? Nein, Feinstein weigerte sich standhaft. Sie will mit 90 Jahren weiter im Amt bleiben. Viele Politikerinnen und Politiker in den USA wären eigentlich schon längst im Pensionsalter. Und doch machen sie weiter. Was das für ihre Arbeit bedeutet, erzählt Redaktorin Elena Oberholzer. Ich bin Antonia Moser. Elena, 90, das ist schon ziemlich alt. Ich habe dann an meine Großmutter gedacht, die war mit über 90 schon noch fit. Aber für so ein Amt, das ist schon ziemlich alt. Ja, ich glaube, Dianne Feinstein ist auch ein Extrembeispiel, dass sie mit 90 Jahren noch im Senat sitzt. Mhm. Gleichzeitig ist sie lange nicht die Einzige, die im hohen Alter noch Politik macht im amerikanischen Parlament, also im Senat und im Repräsentantenhaus. Sind mehr als ein Viertel aller Politikerinnen und Politiker über 70 Jahre alt. Okay. Und mehr als 20 sind über 80. Mhm. Also ist ein Alter, wo man eigentlich vielleicht eher schon mal ans Altersheim denkt. Ja, würde man meinen, aber die sitzen halt im Parlament, sie treffen wichtige Entscheidungen, stimmen ab, also sie lenken die USA. Und da kann man sich schon fragen, ob das noch so funktioniert, dass so alte Menschen noch so viel Verantwortung tragen. Mhm. Jetzt in den USA kommt mir natürlich auch Joe Biden in den Sinn. Der Präsident, der ist auch nicht mehr der Jüngste und hat auch ziemlich viel Verantwortung, um es mal so zu sagen. Ja, sein Alter ist schon lange Thema. Das wird immer wieder diskutiert in den USA, gerade auch jetzt, weil er wieder für die Wahl antritt im Jahr 2024. Und wenn er wiedergewählt wird, dann ist er bei Amtsantritt 82 Jahre alt und am Ende seiner Amtszeit 86 Jahre alt. Mhm. Ja, und er ist jetzt schon der älteste Präsident, den die USA jemals hatte. Mhm. Und Joe Biden wirkt auch nicht mehr so fit. Es gibt einige Beispiele, wo er sich in Reden verhaspelt oder Wörter vergisst. Und es gibt ein berühmtes Video, das wurde im letzten Sommer auf den sozialen Medien wie verrückt geteilt. Da ist Joe Biden in Delaware unterwegs zum 45. Hochzeitstag mit seiner Frau. Und sie machen da eine Velotour und Journalistinnen und Journalisten sind auch dabei und beobachten sie und filmen. Und man sieht dann so, wie Joe Biden angefahren kommt auf dem Velo, ganz gemächlich. Mhm. Er trägt einen Helm, kurze Hosen und er hält dann an und will absteigen. Und fällt dann einfach um, also er kippt auf die Seite ganz starr und bleibt dann kurz auf dem Boden liegen. Ist ihm da was passiert? Nein, es ist ihm nichts passiert. Er steht dann auch wieder auf und sagt, I'm good, I'm good. Aber wie gesagt, es ist nicht die einzige Szene. Und der Eindruck bleibt, Biden wirkt irgendwie nicht mehr so fit.
wackelig, er verhaspelt sich. Also zerbrechlich vielleicht. Ist ja auch irgendwie normal in diesem Alter, oder? Ja, klar. Ich meine, mit 80 ist man physisch, ist der Körper nicht mehr so fit, wie wenn man 30 oder 40 ist. Und ich glaube, Joe Biden strahlt halt auch nicht mehr diese Energie und Vitalität aus, die vielleicht ein Barack Obama noch ausstrahlte. Der war ja einiges jünger. Ja, das kann man natürlich als Problem sehen. Gleichzeitig braucht es für ein solches Amt ja vor allem den Kopf. Also das Hirn muss noch funktionieren. Aber das Hirn altert ja eigentlich mit. Genau, das habe ich mich auch gefragt. Also ich habe mich dann gefragt, macht das Hirn das noch mit, Politik zu machen in so einem hohen Alter? Und ich habe da mit einem Altersforscher gesprochen und der hat gesagt, auch mit 100 kann man eigentlich noch wunderbar denken, sofern man von einer normalen Alterung des Gehirns ausgeht. Man reagiert zwar ein bisschen langsamer, also so schnelle Reaktionen werden schwieriger, aber das Hirn kann das sehr gut mit Erfahrung kompensieren. Wie meinst du das genau? Also man hat bestimmte Denkabläufe im Laufe des Lebens verinnerlicht. Vor allem sehr gut ausgebildete Personen, was ja Politikerinnen und Politiker oft auch sind, können das sehr gut und sie haben dann Denkabläufe wie zum Beispiel vor Menschen auftreten und Fragen beantworten, Diskussionen leiten, Interviews geben. Das haben sie schon 100-mal gemacht und sie können dann auf ihre Erfahrung zurückgreifen in solchen Situationen. Und auch Stress ist im Alter eigentlich kein Problem, sagt dieser Altersforscher. Ja gut, aber ganz selbstverständlich ist es doch nicht, dass man im Alter dann noch so fit ist im Hirn. Also eben bei Dianne Feinstein vom Anfang scheint das scheinbar nicht mehr so ganz der Fall zu sein. Ja genau, wir haben jetzt ja auch von einer normalen Alterung des Gehirns gesprochen, also wenn das Hirn gesund bleibt. Aber es ist schon so, je älter man wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass man an einer Demenz erkrankt. Ab 60 steigt das Risiko einer neurodegenerativen Erkrankung exponentiell und ab 90 leidet fast jede zweite Person an einer Demenz. Und das sieht man eben auch in der amerikanischen Politik. Also gibt es da noch mehr Beispiele als Dianne Feinstein? Ja, es gibt dieses Beispiel von dem 81-jährigen Senator und Minderheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell. Und da ist er auf einer Pressekonferenz und ein Journalist stellt die Frage, ob McConnell nochmals kandidieren werde. Running for re-election in 2026. Und McConnell starrt einfach ins Leere und sagt nichts. Ein paar Sekunden vergehen. Did you hear the question, Senator? Running for re-election in 2026? Dann fragt seine Mitarbeiterin, die neben ihm steht, ob er die Frage gehört habe. Und er reagiert immer noch nichts. Das ist wirklich unangenehm. All right, I'm sorry, you all, we're gonna need a minute. Senator. Dann vergehen wieder ein paar Sekunden und sie sagt, sorry, wir brauchen eine Minute. Dann kommt noch ein anderer Mitarbeiter heran und sie wiederholen dann die Frage, aber es kommt keine Antwort. Also Mitch McConnell kann die Frage in diesem Moment offensichtlich nicht beantworten, das ist irgendwie überfordert. Genau, ja, es wirkt so. Es gab dann natürlich auch Diskussionen und offiziell hieß es aber, Mitch McConnell sei arbeitsfähig. Also es hat ihm auch ein Arzt bestätigt angeblich. Aber es gab natürlich dann schon die Vermutung oder es gab Spekulationen, ob Mitch McConnell vielleicht an einer Demenz leidet. Und dazu muss man auch wissen, Demenz ist im Frühstadium schwer zu diagnostizieren und viele können das sehr gut überspielen, lange. Und wenn man es dann merkt, also wenn es dann zu solchen Situationen kommt, ist die Erkrankung meist schon ziemlich weit fortgeschritten. Aber eben bei Mitch McConnell wissen wir jetzt nicht, was mit ihm los ist. Ja, genau. Also man weiß nicht, was er hat oder ob er etwas hat, aber in diesem Video ist das klar ein Problem. Also es kann nicht sein, dass er minutenlang nicht auf die Frage eines Journalisten antworten kann. Und wenn sich solche Aussetzer häufen, wird das natürlich auch zum Problem. Elena, mal grundsätzlich, wir haben jetzt da einige Beispiele gehört von so alten Politikern aus den USA. Warum ist das dort so? Ich meine, in der Schweiz habe ich das Gefühl, gibt es nicht so viele, die so alt sind. Ja, da hast du sicher recht.
In den USA gibt es, anders als in der Schweiz, kein offizielles Pensionsalter. Okay. Und deshalb arbeiten auch viele Amerikanerinnen und Amerikaner so lange weiter, wie sie können, weil sie sich auch gar nicht leisten können, mit 65 aufzuhören. Mhm. Politikerinnen und Politiker könnten das schon, aber weil es eben so akzeptiert und sehr verbreitet ist, lange zu arbeiten, arbeiten auch sie weiter, weil sie es können und sie wollen das scheinbar auch. Aber gibt es denn da keine Kritik, dass so viele Alte da mitmischen? Ja, doch, die gibt es schon. Gerade auch Biden wird viel kritisiert, eben seit er angekündigt hat, noch einmal für das Amt des Präsidenten zu kandidieren. Mhm. Kritik kam auch von Donald Trump, der ja selbst auch schon über 70 ist. Ja. Aber im Allgemeinen ist es verpönt, in den USA die Kompetenz einer Person anzuzweifeln, nur weil sie sehr alt ist. Es gibt dafür auch einen Begriff, Ageism. Was heißt das? Also, dass man niemanden diskriminieren soll aufgrund seines oder ihres Alters. Mhm. Und eigentlich geht man eher davon aus, dass Menschen, die älter sind, kompetenter sind, weil sie mehr Erfahrung mitbringen. Mhm. Also, man kann im Alter gute Politik machen. Ja, das würde ich auch so sagen. Ich glaube, die Frage ist dann mehr, sollten so viele, so alte Leute Politik machen und Entscheidungen treffen über die Zukunft junger Menschen eigentlich? Mhm. Aber das ist dann natürlich noch einmal eine andere Diskussion. Elena, eines möchte ich jetzt doch noch wissen. Dianne Feinstein, von der wir ganz am Anfang gehört haben, dass sie eben sich nicht mal mehr erinnern konnte, dass sie 3 Monate nicht mehr im Amt war oder nicht mehr arbeiten konnte. Ist sie jetzt zurückgetreten? Nein, ist sie nicht. Allerdings ist sie im September mit 90 Jahren gestorben. Sie war da immer noch im Amt als ältestes Senatsmitglied überhaupt. Danke, Elena, dass du da warst. Danke dir fürs Gespräch. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge war Alice Grosjean. Ich bin Antonia Moser. Informiere dich schnell, kompakt und fokussiert über das Weltgeschehen mit unserem täglichen Newsletter, dem NZZ Briefing. Registriere dich dafür kostenlos und abonniere es unter go.nzz.ch/briefing. Bis bald.